Sie ist für Tausende das Tor nach Europa, Sfax, Küstenstadt in Tunesien. Migranten, die meisten von ihnen aus Westafrika, verdienen sich am Rande der Medina ein paar Dinar für einen Platz auf einem Boot. In einer der Seitenstraßen sind wir mit Sindhu und Boubacar verabredet. Weil die beiden Angst vor der Polizei haben, drehen wir unauffällig mit dem Handy. Sie erzählen uns von ihren Fluchtversuchen. Wir sind immer in Kontakt. Fragen, wie viel Geld hast du? Was kannst du dazugeben? Und dann bezahlen ein paar von uns das Boot, andere kaufen Benzin. Und wenn sie mich tausendmal zur Umkehr zwingen, ich versuche es wieder, sobald ich das Geld habe. Umgerechnet gut 1000 Euro müssen sie auftreiben. Inzwischen organisieren sie die Boote für ihre Überfahrten selbst, denn sie misstrauen den Schmugglern, vermuten, dass die mit den tunesischen Behörden zusammenarbeiten. Die Küstenwache kann uns mit aller Kraft aufhalten und uns zwingen, zurückzufahren. Oder aber sie stoppen uns und nehmen uns das Benzin weg oder den Motor. Und dann lassen sie uns auf dem Wasser treiben. Diese Bilder hat eine Nachrichtenagentur gedreht. Die Einsatzleitung der Küstenwache streitet die Vorwürfe ab. Es gäbe dafür keine Belege. Nach Angaben von Frontex sind seit Jahresbeginn etwa 40.000 Migranten über das Mittelmeer nach Europa gekommen. Um die Menschen auf See zu stoppen, wird die Küstenwache finanziell und technisch auch von der EU unterstützt. Eine Zusammenarbeit, die bei Menschenrechtsorganisationen in der Kritik steht. Allein in den vergangenen Monaten ertranken hunderte Migranten. Rund ums Sfax werden immer mehr Leichen aus dem Meer geborgen. Neila Sibi, die für das städtische Krankenhaus arbeitet, beschreibt mit nüchternen Zahlen die große Not. In unserer Leichenhalle können wir 35 Personen aufnehmen. Gerade sind dort mehr als 170. Aus hygienischen Gründen weigere sich das Personal inzwischen, dort hineinzugehen. Die Ärztin wie ihre Kollegen bedrückt die Situation weit über das Medizinische hinaus. Man muss endlich eine dauerhafte Antwort auf das Flüchtlingsproblem finden, nicht nur kurzfristig agieren. Die Situation beruhigt sich dann zwar vorübergehend, aber es geht immer wieder von vorne los. Zumal der Druck steigt. Soziale und wirtschaftliche Krisen sowie zunehmender Rassismus treiben die Menschen aus dem Land. Und Franck Yutiji fühlt sich ohnmächtig. Der Kameruner lebt seit 5 Jahren in Tunesien. Er berät mit seinem Verein junge Migranten. Gemeinsam suchen sie nach Alternativen zur Flucht, nach Jobs, einem legalen Weg. Doch das werde immer schwerer, seitdem der Präsident in einem mittlerweile gelöschten Social-Media-Beitrag gegen Horden illegaler Migranten hetzte, die das Verbrechen ins Land bringen würden. Malheureusement après. Nach diesen Reden im Februar und März kam es zu Gewalt und Verletzungen. Die Menschen haben ihre Arbeit verloren. Sie wurden aus ihren Wohnungen rausgeworfen und es blieb ihnen nichts anderes übrig, als völlig unvorbereitet über das Meer zu fliehen. Wie er ist auch Noah, ausgebildeter Ingenieur, wollte ebenfalls gerne in Tunesien bleiben. Sein Studentenvisum, mit dem er eingereist ist, ist abgelaufen. Neue Papiere zu bekommen, kompliziert bis unmöglich. Er weiß nicht, wohin und wie er durch den Alltag kommen soll. Ich zahle für bestimmte Produkte auf dem Markt höhere Preise als die Tunesier. Und ich muss auch mehr Miete für meine Wohnung zahlen. Die Einwanderer werden für sämtliche Probleme Tunesiens zum Sündenbock gemacht. Arbeitslosigkeit, Armut, das Land ist hochverschuldet und Kreditverhandlungen mit dem Internationalen Währungsfonds stocken, weil Tunesiens autokratischer Präsident Reformen ablehnt. Stattdessen schürt er mit Verschwörungstheorien das Misstrauen in der Bevölkerung. Abends an der Promenade von Sfax hören wir seine ausländerfeindlichen Parolen ungefiltert. Sie greifen uns an, stehlen, überfallen uns. Sie sind zu nichts zu gebrauchen, diese Afrikaner. Rien du tout, la Firka.
Ich fände es gut, wenn der Staat sie einfach wegschickt. Für uns hier bleibt doch nichts mehr übrig. Am besten wäre, sie gehen direkt nach Italien, ohne vorher nach Tunesien zu kommen.